alle Jahre wieder kommt das Christuskind oder der Weihnachtsmann, je nachdem, wie man es nehmen will. Und jedes Jahr kommt auch die Schneearmut und der Schneemangel. Man könnte sagen, und jährlich grüßt das Murmeltier. Wir sind hier auf rund 800 Meter in Mittersill im Salzburger Land und wollten einmal euch ein bisschen zeigen, wie es momentan aussieht. Wobei, es unterscheidet sich zum letzten Jahr sehr gewaltig. Letztes Jahr war es generell zu warm. Dieses Jahr ist es ja relativ kalt. Wir haben in der Früh Temperaturen um minus 8 Grad. Man sieht auch überall den Raureif und wie stark der Frost eigentlich ist. Und das war natürlich super für die ganzen Schneepräparationen. Die Schneekanonen laufen auf Hochtouren und man kann schön Pisten präparieren. Und gegenüber dem letzten Jahr sind das richtig schöne massive Pisten geworden. Es gibt große Temperaturunterschiede auf engstem Raum. In der Nacht, wie gesagt, minus 7, minus 8 Grad und dort, wo die Sonne tagsüber reinscheint, dort hat es 5, 6, 7 Grad plus. Und darum kann man in der Nacht wunderbar mit den Schneekanonen arbeiten. Hier, wir sind jetzt hier im Mittersill, da wird eine Langlaufloipe gerade produziert. Die Schneekanone produziert über Nacht den Schnee, das ist ein riesen Schneehaufen. Und der Bagger schaufelt das dann auf und gibt es dann an einen Traktor weiter, der das dann über die Strecke verteilt. Das heißt, in die Wiese rein wird einfach so ein weißes Schneeband gelegt und dann wird das noch schön geebnet und dann noch Spuren gezogen. Tja, und so sieht es dann hier aus. Ein weißes Schneeband in der Landschaft. Aber die Langläufer nützen das. Wir haben vorhin schon welche gesehen, die unterwegs sind bei diesen wunderschönen Temperaturen, bei diesem starken Hochdruckgebiet. Ein wunderbares Fahren hier. Wir haben jetzt die Position gewechselt, sind im Zell am See und dort, wo man beschneien kann, so wie hier auf der Arreitbahn, kann man bis ins Tal fahren auf ca. 750 Meter. Außerhalb gibt es keinen Schnee, aber wie gesagt, es ist kalt genug, um zu beschneien und sogar tagsüber laufen die Schneekanonen und damit hat man hier eine breite Piste machen können, wo man gar nicht wirklich an Schneemangel glauben mag. Die Leute sind es gewöhnt, man muss auch sagen, eine jüngere Generation ist es eigentlich schon völlig normal für die, dass man auf Schneepisten runterfährt, die künstlich sind. In früheren Zeiten oder Leute, die hier in den Bergen leben, die werden das anders sehen, weil die wissen noch, wie es damals ausgesehen hat, dass hier 2-3 Meter Schnee oft war. Man muss auch sagen, 30% der Einnahmen gehen heutzutage schon in die Produktion von den Kunstschneepisten. Und ich weiß, viele werden jetzt das kritisieren. Ich bin da ganz auf eurer Linie. Ich finde das auch persönlich nicht gut. Aber ich bin hier auch nicht aufgewachsen. Die Leute müssen hier davon leben. Und jeder von uns muss ja irgendwie Geld verdienen. Und sie verdienen halt das Geld mit dem Skifahren. Und deshalb wird das investiert. Ja, in der Sonne, wie gesagt, wunderschön warm. Aber die Tage sind halt sehr kurz. Und so ist die Nacht bitterkalt hier. Und man kann wunderbar beschneien. Und für alle, die mit Skifahren nicht so viel anfangen können, es ist wunderbares Wanderwetter. Also viele gehen auch hier wandern und genießen abseits des Schnees hier diese tolle Natur und die Berge. Soll aber jetzt keine Werbung sein. Es ist nur ein Situationsbericht für euch, wie es derzeit hier ausschaut. Also alles in allem kann man sagen, gibt es zwar schneefallmäßig ein Problem, weil kein Niederschlag ist, aber die Skiläufer kommen voll und ganz auf ihre Kosten und genießen bei diesem Prachtwetter das Leben. In diesem Sinne, alles Gute, liebe Grüße. Hier aus Zell am See derzeit auf 750 Meter. Mein Name ist Andreas Stiedl von Wetter Online. Ciao.